Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Kalendertürchen von, unserem Adventskalender. Und zwar spiele ich heute Sleigh Bells. Und das ist tatsächlich ein Weihnachten angehauchtes Game. Wurde gemacht von Blake McKinnon, oder wie auch immer, McKinnon. Und hier SFX, also ein bisschen Sound, von Brianna. Also, sie haben den gleichen Nachnamen, also sind wahrscheinlich aus der gleichen Familie, wie genau die in Relation zueinander stehen, weiß ich nicht. Es ist Heiligabend, nee, doch, der Weihnachtsabend, und ich ziehe meine Sachen aus, um hier Geld zu verdienen. Okay, also, ja. Ich sollte lieber Billys Weihnachtsgeschenk überbringen, bevor es zu spät wird. Ich wundere mich, ob er überhaupt noch sich daran erinnert, wie ich aussehe. Ich meine, er hat mich monatelang nicht gesehen. Naja, nicht seit er zu seinem Vater gezogen ist. Warum mussten sie ihn mir wegnehmen? Ich vermisse meinen kleinen Billy. Wir sind anscheinend... Oh, was ist das für eine Sensitivity, Alter. Okay. Toggle your flashlight auf F. Okay. In jedem Game ist das immer gleich so. Ich hab Stamina. Regeneriert sich das denn? Ja, das regeneriert sich recht schnell. Wer bist du? Junge Dame, also, ich weiß ja nicht. Kurze Hose, offenes Top, also, weiß ja nicht, also, ich bin jetzt nicht, wow, huch. Ich bin ja jetzt kein Experte in Sachen Winterkleidung, aber ich glaube, das ist keine. Übrigens, die, ja, schlechte Qualität liegt halt einfach am Game. Es ist halt einfach ein Pixel-Game eigentlich. Und wenn ich wüsste, wo ich hin müsste, dann wäre das Ganze auch viel einfacher. Okay, hier wäre man normalerweise lang gegangen, wenn man durchgegangen wäre. Dann nehme ich mal an, wir gucken einfach mal. Alter, die Sensitivity ist viel zu hoch. Guckt euch mal an, wie schnell ich mich im Menü bewege. The white arrow on the minimap is the point. Ach so. Ach, das ist wie ein Kompass. Aha. Müssen wir uns halt einfach mal in die Richtung bewegen. Yo, hier sind Polizeilichter. Ah, hier ist der gelbe Punkt. Wow. Da wäre ich doch fast. Vielleicht auf der anderen Seite? Weiß nicht. Hallo? Wie geht's? Siehst auch gar nicht komisch aus. Ist das hier das Haus? Ja, das... Press E to interact. Ich werde das Geschenk nur hier lassen. Ich denke nicht, dass er mich jetzt gerade sehen möchte. Ich sollte lieber nach Hause gehen, bevor es zu spät wird. Ich möchte nicht draußen sein nach Mitternacht. Fröhliche Weihnachten, Billy. Okay, wir haben jetzt unser Christmas Present da gelassen. Oh, wir können auch ranzoomen. Irgendwie sieht der creepy aus. Und das war knapp. Hier ist die Polizei und da ist ein Toter. Huch.
Vielleicht, achso, ich muss tatsächlich sogar dahin. Guten Tag, Officer. Das war meine Schuld. Ich wundere mich, was hier los ist. Ich würde hier aber nicht nach Hause kommen, denke ich. Ich muss zum, also durch den U-Bahn-Tunnel. Ist es nicht so viel weiter. Okay. Ah, Subway ist, glaube ich, hier. Oder? Würde ich jetzt denken. Sieht nämlich aus wie so eine Haltestelle. Oh, aber ich sehe den Punkt. Ich habe den Punkt. Ach, hier. Hier ist der Subway. Hier kann man durch. Ah, und hier sind auch so... Ah, to enter Subway. Okay. Es ist einfach nur durch eine U-Bahn-Station gehen. Mehr ist das nicht. Officer? Das Symbol, er wurde getötet. Was für ein, keine Ahnung, komischer Typ würde das denn, würde so eine Sache nur tun? Ich sollte hier besser raus, bevor wer auch immer das getan hat, zurückkommt. Ja, wir kommen natürlich nicht raus. Also, wäre schon... Ach, ich kann nicht zurück. Ach so, ich muss einfach nur zu... Also, ich musste einfach nur zu ihm und ich muss jetzt einfach nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich das Game abgeschlossen kriege. Wow! Hallo, Herr Weihnachtsmann. Oh! Nein! Oh! Nicht auf Toilette, man folgt einer alten Dame nicht auf Toilette. Ja, nämlich. Oh! Was ist denn jetzt los? Okay, gut, dann probieren wir es ein weiteres Mal. Ich war gerade etwas verwirrt. Wir können den Jungen... Ich glaube, es ist besser für mich und mein Herz, wenn ich den Jungen einfach auf mich aggro mache und dann abhaue. Das Klo war ja schon mal nicht richtig. Das heißt, wir müssen jetzt links gehen. Wir lassen ihn jetzt erstmal auftauchen. Richtig. Hallo, du da? Vielleicht bemerkt er mich auch gar nicht. Das ist ja easy. Ach, gibt es mehrere? Aha. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. Ja, wo soll ich denn eine Crowbar herkriegen?
Oh nee. Och nee. Vielleicht ist die auf dem Klo? Wait, müssen wir erst links lang und die Crow und eine Crowbar auf dem Klo holen und dann quasi rechts und vor dem Typen abhauen? Also. Oder hier ist gerade irgendwie Glas gebrochen. Wo war er jetzt nochmal? Oh shit. Ist hier eine Crowbar irgendwo? Ich muss mich umgucken, ich muss mich umgucken. Ach so. Der trifft einfach nur Arsch. Oh Gott. Okay. Ja. Irgendwo hier muss eine Crowbar liegen. Aber ich habe Glas brechen gehört. Ach du Scheiße, okay. Nun gut. Ich finde diesen lauten Sound auch so geil. Und ich finde auch lustig, wie ich mich am Anfang davor erschrocken habe. Ja, hier. Okay, wir brauchen eine Crowbar. Der geht hier nicht lang. Police, do not cross. Ach so. Schön. Glaube, solange wir nicht in seiner Nähe sind, kann uns nichts passieren. So, wenn wir jetzt hier sind, ne? Und da hinkommen, dann bricht Glas irgendwo. Wir müssen nur herausfinden, wo das Glas dann bricht. Also irgendwo. Ja. Genau, jetzt bricht irgendwo Glas und jetzt kommen wir hier zwar eigentlich ran. Warum ist. The door is jammed. Das Ding ist halt, jetzt muss hier irgendwo Glas gebrochen. Jetzt müssen wir jetzt halt nur herausfinden, wo. Wäre halt schon von Vorteil. Tasty Burger. Boah, ich habe jetzt voll Bock auf McDonald's, Leute. So ein richtig. Also so ein schöner Big Tasty Bacon hätte es jetzt schon in sich. The Cat and Mouse Experiment. Do not. Do not dare take part of the experiment. Also du. Ach so. Okay. Aber irgendwie Merry Christmas. Ja, sehe ich, wie merry das ist, Alter. Oh, fuck. Kann ich hier runter? Ja, ich kann hier runter. Hier ist ein Notausgang. Okay. Okay. Boah, also die Stimmung, diese creepy Stimmung, schaffen sie auf jeden Fall gerade. Also keine Ahnung, wo es hier lang geht. Also halt for real nicht. Aber. Ist es überhaupt Teil der Story? Ich glaube schon. Also aus irgendeinem Grund muss es hier doch was geben.
Beziehungsweise irgendwas muss es hier ja geben. Hat der vielleicht irgendwas? Er wurde, ja, aufgeschlitzt. Richtig böse. Schlimmer als der andere. Wenn die, was immer. Ach so, wenn die Schnitte ihn nicht getötet haben, dann hätte es der Blutverlust. Aber hat der nicht irgendwie eine Crowbar oder so? Okay. Der Pisser scheint jetzt weg zu sein. Dann laufe ich jetzt mal weiter in die Richtung. Anderweitig kann ich auch noch die andere Richtung wählen. Es sei denn natürlich, hier ist eine unsichtbare Wand. Aber ich finde es krass, wie detailgetreu das hier ist. Also für ein Itch.io-Spiel finde ich das schon nicht schlecht. Wow. Und sogar keine unsichtbare. Boah, ich liebe. Also, es sieht zwar jetzt nicht richtig wirklich geil aus, aber ich liebe diese schöne Getreuheit. So, ich liebe es, dass es zum Beispiel jetzt keine unsichtbare Wand dort gibt, sondern dass da einfach eine verschlossene. Sondern dass da einfach so eine verschlossene. So ein verschlossenes Tor ist halt. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Das hat auch irgendwie was. So, hier ist ein. Ich sehe hier was. Also hier ist was Blaues auf der Map. Ich kann schlagen. Ich kann auch springen. Yo, ich kann einfach gegen die Tür schlagen, aber das bringt nichts. Irgendwann sterben. Das finde ich jetzt wäre auch lustig, ein lustiges Detail, wenn du einfach sterben würdest, wenn du zu lange dagegen haust. Ah, wait. Was, wenn ich hier lang muss? Und dann hat man hier ja irgendwo den. Hier ist ein. Also, es sieht mir nach einem Labyrinth aus. Stimmt, wurde nicht noch einer gekillt? Oh, hier ist. Aha! Hier ist die Crow. Oh, scheiße. Ach du Kacke. Oh, shit. Ja, das schaffe ich nicht. Okay. Schnell hier hoch. Ich habe kaum noch Stamina. Welche Richtung noch mal? Hier lang. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist egal. Aber ich habe kein Stamina mehr. Ich habe kein Stamina mehr. Boah! Schönes, detailgetreues Game. Lustige, gar nicht mal so. Also, ist halt einfach eine Classic Story. Du brauchst eine Crowbar. Ich will nicht abends alleine nach Hause. Aber schaffen werde ich das wahrscheinlich nicht. Also, der ist dann da und dann kommt der aus der Seite, wo du bist. Und dann fehlt dir irgendwann einfach die Stamina und. Irgendwie wirkt das Game für mich so, als wäre es halt viel zu schwierig abzuschließen, weil du regenerierst nicht schnell genug, bis der. Und er muss dich halt zweimal hitten. Das eine Mal hittet er dich, sobald dir das erste Mal die Stamina ausgehen und dann hast du nicht mehr viel Zeit, weil er dann nochmal zuschlägt, weil es ist einfach schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Den Ansatz habe ich aber geschafft. Ich habe die Crowbar gefunden. Ich wüsste, wo es jetzt rausgeht, aber. Sorry, Leute. Das ist wirklich. Teilweise zu schwer. Aber ein lustiges Game kann man sich gerne mal geben. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ja, ich spiele noch mal was. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall weitersehen wollt und wenn ihr nichts mehr von Flauschhase verpassen wollt, dann drückt auf jeden Fall einen Like-Button hier rein. Followt bei der guten rein, lasst Liebe da. Die Frau ist toll. Super. Damit würde ich sagen.
Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und hab noch einen wunderschönen Tag. So, und wie ich so gerne mache, für mich war es das aber noch nicht. Habt ihr eigentlich alle kein Durchhaltevermögen, das nochmal fertig zu machen? Ja, ich habe mir nur bei einmal gucken den Weg gemerkt, bis hin, aber nicht, wie man dann wieder hinauskommt. Nein? Oh, ich dachte, er wäre weg. Okay. Oh. Wie geht's denn noch mal raus? Kenny, wie schnell das ging. War der bei dir auch schon hier? Oh. Oh, diese Grafik. Er bringt jetzt Polizisten um. Was für ein Monster. Oh. Ah, nee, das war ja da hinten, ne? Können wir mal nicht, wenn wir nicht ran müssen. Nur so ein bisschen. Ja, da war dein Glas brechen. Das ist was Bestimmtes, wenn wir da oben durchgehen, dass er dahinter dann wahrscheinlich durch ein Fenster oder so gebrochen ist. Das Katz-und-Maus-Experiment. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind das Experiment gerade. Das ist aber jetzt woanders, oder? Es ist sehr still, er ist plötzlich sehr still geworden. Ich frage mich, wo alle hingegangen sind. Achso, ne, es ist immer noch da, wo wir vorher waren, nur dass wir jetzt den Korb haben. Party. Was war das? Bei dem Geräusch denke ich, dass es hier richtig ist. Noch kommen. Die Axt haben? Ja. Wow. Vielleicht bin ich der Mörder. Geht das? In die Wand? Ja. Mann nicht. Wieso muss ich mich entscheiden? Ja. Warum macht Doc? Ich finde diese Crowbar doch nie wieder und hier auch nie wieder raus. Oh, da ist ein kleiner Punkt. Ach so, das ist meine Robber, okay. Nein. Orientierung gleich 0.
Da ist ein kleiner Punkt. Why do they have to keep blocking this? Ach, warum müssen sie diese Tür versperren? Ich bin so nah dran, nach Hause zu kommen. Es sieht ein bisschen kaputt aus, damit wir. Oh. Sag mal, was. Also, das fand ich jetzt aber. Oh, echt jetzt? Okay, Kenny, ich kann's verstehen. Ich dachte, deine Geduld wäre länger als meine. Ja, es ist auf einmal sehr still. Wo bin ich denn lang gegangen? Da, ne? Ich dachte, ich kann das mal in Ruhe lesen und übersetzen und so. Also, es sah ein bisschen kaputt aus. Und sieht aber danach aus, als könnte man da durchbrechen. Was wir dann ja auch mit falscher Knopf getan haben. Wenn nicht unser Freund da gewesen wäre. Ach nee, warte mal. Da. Nächster Punkt. Ach, da oben sind blaue Dinger. So. Stamina sparen. Okay. E-Interact. Ja. Wir sollten das kaputt machen. Kam er denn her? Warum ist er jetzt nicht hier? Und da habe ich hier keine Zeit, so das vorzulesen. I'm only a few days later. Ich bin ein bisschen spät dran mit Bezahlen. They must have traded. Sie müssen das Schloss gewechselt haben. Mein Schlüssel funktioniert nicht. Ich muss hier raus, bevor Santa mich findet. Der einzige Weg raus hier sind die Zugschienen. Wieso? Ich habe hier Glück und Santa ist einfach jetzt nicht gespawnt, weil wegen Fehler und so. Aber es wäre schon übel, wenn man nur ein bisschen im Verzug ist mit der Miete, dass sie mal dein. Ach, guck mal da oben. Dein Schloss wechseln. Warum sollten denn die Schienen eine Idee sein? Nicht überfahren werden. Auf was laufe ich dazu? Zu wem oder was laufen wir da? Ach nö, der ist doch wieder hier, oder? Hallo. Oh no. Sehr Brechstange. Also wenn die Polizei das nicht schafft, muss ich das schaffen. Kann ich Santa schießen? Wahrscheinlich kann ich ihn damit nur stunnen oder so. Okay, er stackt es. Also Kenny, du siehst, du hast hier einiges verpasst. Wo muss ich denn hier hin? La 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 la. Ach du Heiliger. Ja. Ja. Okay. Vielleicht brauche ich erst noch mehr Munition. Was
Waffe, Munition. Wo war es wieder? Munition. Oh, was ist das? Ich weiß ja nicht. Da kam es dann da, ne? Oder? 24, ja, 24 macht bestimmt Sinn. Boah. Hoffentlich nicht danach noch mit der Axt und mit der Körper und, Scheiße, jetzt habe ich ja noch eine verschossen aus Versehen. Okay. Fünf übrig gehabt. Ich habe Center umgebracht. Es tut mir leid. Ich hatte keine Wahl. Frohe Weihnachten. Ist das das Ende? Ja, so. Dann war es das jetzt auch von mir. Frohe Weihnachten bald und ja, bis zum nächsten Mal.